Herzlich willkommen bei Heidis Heilpflanzenschule. Heute zeige ich dir, wie du dir eine Tinktur herstellen kannst und möchte dabei auch vermitteln, dass dies ganz etwas Einfaches ist. Ich sage in den Kursen immer, es ist keine Hexerei, sich eine pflanzliche Tinktur herzustellen. Kurz erkläre ich aber, was eine Tinktur überhaupt ist. Eine Tinktur ist ein alkoholischer Auszug aus Pflanzenmaterial. Der Alkohol hat dabei die Aufgabe, dass er die Inhaltsstoffe, die Wirkstoffe, die heilenden Stoffe der Pflanze herauslöst. Das passiert über mehrere Wochen. Wenn wir das Pflanzenmaterial in den Alkohol einlegen, dann kann der Alkohol diese Pflanzenzellen aufspalten und löst dann die verschiedenen Inhaltsstoffe der Pflanze heraus. Einfach ist es, die Tinktur herzustellen. Schwierig ist es, die Heilpflanzen auch wirklich kennenzulernen, denn es gibt ja unzählige Heilpflanzen. Du weißt sicherlich, dass gegen jede Krankheit auch ein Kraut gewachsen ist. Und dort wird dann die Schwierigkeit beginnen, dass wir wirklich die Heilpflanzen wieder kennenlernen, erkennen können und auch genau wissen, für welche Krankheit, für welche Beschwerde, welche Heilpflanze zu nutzen ist. Darum geht es aber heute gar nicht. Heute geht es darum, dass ich euch kurz zeige, wie man sich eine Tinktur herstellt, denn das geht wirklich ganz, ganz schnell und einfach und gehört zu dem Grundlagenwissen der Pflanzenheilkunde dazu. Darum erfahrt ihr heute dieses Grundlagenwissen. Was ihr dafür braucht, ist Schnaps. In diesem Fall verwende ich Korn. Ich verwende überhaupt am liebsten Korn für meine alkoholischen Pflanzenauszüge, weil der relativ geschmacksneutral ist, farbneutral, und darum wähle ich den Korn meistens. Ihr könnt aber genauso Wodka oder Cognac oder den Alkohol eurer Wahl nehmen. Wichtig ist, dass dieser Alkohol in etwa 40 Volumensprozent hat. Was wir noch brauchen für die Herstellung ist frisches Pflanzenmaterial. Jetzt ist gerade Anfang März, die ersten frischen Pflänzlein kommen heraus und ich habe heute die Brennnessel gewählt, um euch zu zeigen, wie man eine Tinktur herstellen kann. Das ist nämlich tatsächlich eine Tinktur, die ich auch jährlich für mich herstelle, weil sie doch sehr hilfreich ist, um das Blut zu reinigen, um im Frühling den Körper wieder auf Schwung zu bringen. Brennnesseltinktur wirkt sehr stark ausleitend, das haben wir jetzt schon im Heilpflanzenwissen drinnen, um das geht es gar nicht. Und trotzdem möchte ich euch eben die Brennnessel zeigen. Mit irgendeiner Pflanze muss ich es ja herzeigen, wie es geht. Wir sind 2 Tage vor dem Neumond, da ist es nur mal ideal, Brennnessel zu ernten und anzusetzen, denn der Neumond oder die Kräfte des Neumondes verstärken dieses Ausleiten. Und was wir nur brauchen, ist ein kleines Marmeladenglas, das man dann auch verschließen kann. Wenn wir mit frischen Pflanzen arbeiten, dann stellen wir genau genommen Urtinkturen her. Urtinktur ist die Bezeichnung für einen alkoholischen Pflanzenauszug, der aus frischem Pflanzenmaterial hergestellt wird. Tinktur ist genau genommen die Bezeichnung für einen alkoholischen Auszug, der aus getrocknetem Pflanzenmaterial herstellt. Genau. Um die Tinktur tatsächlich herzustellen, werde ich jetzt die Brennnessel zerkleinern, ein wenig herschneiden und dann in mein Marmeladenglas hineinfüllen. Ich zeige euch das gleich. So, jetzt haben wir da unser Glaserl, unser Pflanzenmaterial und auch den Schnaps, den Korn. Was immer wichtig ist bei der Herstellung, ist, dass wir das Pflanzenmaterial ein bisschen zerkleinern. Und ich mache das am liebsten eigentlich mit meinen Fingern, dass ich das zerkleinere. Man könnte auch die Pflanzen herschneiden. Da haben wir dann ein Keramikmesser, das wir immer verwenden in der Pflanzenheilkunde, ein Holzbrettchen. Und dann kann ich natürlich meine Pflanzen auch wunderbar herschneiden. Die Brennnessel brennt mir jetzt übrigens nur deswegen nicht, weil wir uns recht gut verstehen eigentlich. Aber vielleicht fangt ihr selber mit einer anderen Pflanze an, mit der ersten Tinktur. Genau. Pflanzenmaterial wird dann in das Glas hereingefüllt. Genau, so dass das ganz locker voll ist, das Gläschen. Natürlich, je mehr Pflanzenmaterial ich hineintun würde, umso intensiver wäre dann die Tinktur auch. Ich mache es immer so, dass ich das Gläschen relativ locker vollfülle. Genau, wunderbar. Brettchen brauche ich auch nicht mehr. Das Letzte, was ich dann noch zu tun habe, ist, dass ich den Alkohol über das Pflanzenmaterial drüber gieße und das Glas verschließe. Und ich glaube, ihr werdet mir recht geben, die Herstellung einer Tinktur ist keine Hexerei, denn in Wahrheit ist es ein Vorgang, der 1 Minute, wann überhaupt, dauert. Das Pflanzensuchen braucht ein bisschen Zeit und auch das Ausziehen.
darüber erzähle ich euch jetzt abschließend noch etwas. So, jetzt schwimmen unsere Brennnessel bereits im Korn drinnen. Jetzt müssen wir natürlich nur wissen, wie verarbeiten wir das Ganze weiter. Vorerst darf die Tinktur mal ein bisschen ruhen, und zwar 4 bis 6 Wochen sollten die Pflanzen jetzt Zeit haben, dass sie ausgezogen werden vom Alkohol. Man sagt immer, man zieht die Pflanzen aus, und das dauert in etwa 4 bis 6 Wochen, dass die Inhaltsstoffe dann im Alkohol drinnen sind. Da gibt es dann immer wieder die Frage, wo stellen wir das Gläschen hin? Da gibt es aber auch eine ganz einfache Antwort. Ihr überlegt, wo die Pflanze draußen in der Natur wächst, und so in etwa von den Lichtverhältnissen stellt ihr das Glas dann auch in eurer Küche oder im Wohnzimmer irgendwo hin. Das bedeutet, wenn die Pflanze eine Sonnenpflanze ist und auch draußen in der Natur die Sonne liebt, dann stellt ihr das Glas auf ein ganz sonniges Fensterbrett. Wenn es eine Pflanze ist, die im Wald wächst und den Schatten liebt, dann stellt sie auch bitte das Gläschen an einen ganz schattigen Platz und lass die Pflanze dort in aller Ruhe ausziehen. Und wenn die Pflanze draußen in der Natur im Halbschatten wächst, dann stellt man natürlich das Gläschen auch irgendwo halbschattig hin. Nach 4 bis 6 Wochen wäre dann die Tinktur, oder ist die Tinktur dann fertig. Ihr könnt dann die Pflanzen abseihen, und die Flüssigkeit, die jetzt alle Inhaltsstoffe und Wirkstoffe und Heilkräfte der Pflanze enthält, die könnt ihr dann umfüllen in ein Tropfflascherl oder in so ein kleines Flascherl, und die Tinktur wird dann eben auch tropfenweise eingenommen. Da, wie gesagt, beginnt die große Heilkunde des Pflanzenwissens. Da müsste man jetzt wirklich wissen, welche Pflanze hilft wofür, wie viele Tropfen nehme ich ein, aber darum geht es heute leider nicht. Ich werde euch weiter begleiten über das Pflanzenjahr und auch immer wieder Pflanzen vorstellen mit ihren Heilkräften, mit ihren Heilwirkungen, mit ihren Dosierungen. Für heute ist unser gemeinsames Sein schon wieder beendet. Du weißt jetzt, wie du ganz einfach eine Tinktur herstellen kannst, und ich wünsche dir viel Freude und Spaß dabei. Vielleicht ist ja auch die Brennnesseltinktur deine erste Tinktur, die dich dann übers Jahr immer wieder begleitet, wenn du den Stoffwechsel anregen möchtest, das Blut reinigen möchtest, Niere und Blase etwas anregen möchtest oder dir sonst etwas Gutes tun möchtest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Heidi.